Hydrated Gamescom. Frohlocket, ihr fetten Putten im himmlischen Reich. Es ist wieder soweit, die Gamescom ist da. Richtig, das ist die Veranstaltung in Köln, auf der sich ca. 60 Milliarden Menschen auf 14 Quadratzentimeter quetschen, nur um ein für alle Mal zu klären, wer die härteste Geruchsmischung aus Knoblauch, Schweiß und Sauerkraut absondert. Kleiner Tipp, ich. Aber erstmal gucken, was ihr Pansen zu uns, der Messe und den ganzen Let's Playern zu sagen habt. Triple-Event. Man bezahlt horrende Summen, um billig beworben zu werden. Die Console-Plebs und Weeps bilden sich ein, es würde was bringen, sich 2 Tage für COD, 15 anzustellen. Lieber Criminal Vince, böse Zungen würden jetzt behaupten, dass Messen für adlige Edelleute wie dich einfach nicht geeignet sind. Aber ich habe da eine Lösung. Damit du nicht wie der Pöbel dastehst, zahlst du mir horrende Summen und ich werde dich ein bisschen weniger billig bewerben. Du lädst mich zum Franzosen ein, ich trag das kleine Schwarze und flüster dir zärtlich kleine Call of Duty Geheimnisse ins Ohr. Du spendierst mir eine Hütte auf Saint-Tropez und ich schick dir aufreizende Gamer-Fotos. Wenn dich das mal nicht vom gemeinen Pöbel abhebt, du blaublütige Kommentargranate, du. HML Music gibt sich da handsamer. Ich schaue beim Bratzeln zu, aber ich würde mich nie trauen, gegen Fluch anzutreten. Und das ist auch gut so. Ich habe schließlich die Olympischen Bratzelspiele in Nagano gewonnen. Außerdem habe ich noch mit jemandem eine Rechnung offen. Gronk! Oh ja, Gronk. Du hast mich eins beim Bratzeln auf dem Scheißhaus mit deinem sexy Pferdeschwanz schwach gemacht. Pun intended. Und vielleicht habe ich mich dabei auch in deinen Augen verloren. In deinen Augen. Die strahlen wie... Nee, Moment, nochmal passiert mir das nicht, du Schuft. Du süßer, süßer Schuft, du. It's got love between two guys. Egal, nächster Kommentar. Ich will Flo in die Eier treten als Zeichen meiner Wertschätzung. Was? Was? Ja, okay, klar, immer wenn ich Wochenends in die Oberpfalz fahre, veranstalten mein Daddy und ich einen Begrüßungsboxkampf und hauen uns wüst und unverblümt die Zähne aus dem unteren Gesichtsdreieck. Und ja, mein Dad sieht aus wie Vitali Klitschko. Aber die Hoden, lieber der Harley Quinn-Fan, die Hoden sind ein Heiligtum, über das man nicht leichtfertig scherzen sollte. Sie dienen nicht nur für so Fortpflanzungskram, sondern sorgen auch für Gelächter, wenn man sie bei Aldi an die Kasse packt. Aber reinhauen darf man da nicht, du Wüstling. Fischkopf persönlich weiß darüber Bescheid. Der schreibt nämlich: Bitte nicht in den Schritt fassen, der hat gerade unangenehme OP. Und dieses Zwinker-Smiley sagt doch eh schon alles. Dieses zuckende Auge, all das Leid, die langen Abende im Krankenhaus nach einem wüsten Hodenkick. Und dann kommt Tenendo und erzählt irgendeine chaotische Geschichte davon, dass Fischkopf und er mich bei einem Plants-Battle auf einer Toilette zerstört hätten. Bevor hier Gerüchte aufkommen, hier mal die Wahrheit. Mein Kollege Padde und ich waren branchenüblich auf einem Kölner Scheißhaus unterwegs. Fischkopf, dessen echter Name übrigens gar nicht Fischkopf ist, ja, ich war auch überrascht, und Tenendo stürmten in einem Anflug von Flüssigstuhl den Laden und zuckten so krampfhaft über einer geteilten Schüssel zusammen, dass es nur so eine Freude war. Dass das vielleicht am Apfelmittel lag, dass wir ihn vorher in die Kindercola geschmissen haben, könnte durchaus sein, tut aber hier nichts zur Sache. Jedenfalls behaupteten die beiden danach, es sei sowas wie ein Dance-Battle gewesen. Dass ich mich aber an dem Abend noch in einen Super-Saiyajin verwandelt habe, um die beiden Lümmel nach Hause zu fliegen, davon erzählt natürlich keiner. Okay, ganz ehrlich, die Geschichte stimmt natürlich nicht. Eigentlich war ich ein Saiyajin der Stufe 3! Aber nun zu meinen beiden Lieblingskommentaren. Ich werde gar nicht viel dazu sagen, lasst sie euch einfach im Gehörgang zergehen. Als Reaktion auf Heikos Making Games Video schreiben Flo from Berlin und Artillery: Heiko ist alt geworden. Könnte aber auch das Kokain sein. Artillery daraufhin: Kokain macht jünger. Was für Alter. Lol. Hast du jemals eine Nase gezogen? Dafür, meine Damen und Herren, liebe ich meinen Job. Wahnsinn! Hydrated ist wieder dumm. Habt ihr Bock auf eine zweite Folge Jugendsprache? Das war die Folge von vorher quasi. Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt noch was in eigener Sache. Julius hat mich darauf hingewiesen, dass er den Text mit dem Kokain am Schluss zuerst gefunden hat. Stimmt in der Form nicht? Muss ich aber jetzt sagen. Er steht gerade neben mir und hält sich die Hand vor Augen. Der kleine Lümmel. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich ihn komplett rasieren soll. Schreibt mir aber auch in die Kommentare, wenn er mich rasieren soll, an Stellen, die ich vielleicht in der nächsten Folge zeigen werde. Hydrated, Bitches.